Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Sunkland. Wir gehen wieder rein in unsere Welt. Letzte Folge haben wir ja neu angefangen in der Version 0503. Wir gehen rein. Ich bin jetzt noch ein bisschen im Voraufnehmen, deswegen wegen den Kisten. Ich warte immer noch auf euer Feedback, ob das ein Fehler in der Matrix ist oder als Entschädigung, weil man die Welt so lange gespielt hat, die vorherige. So als kleiner Wiedereinstieg. Nämlich die eine Kiste verschwindet. Das ist die, wo wir die Waffen drinne gefunden haben. Die hier. Scharfschützenmunition. SVD. Schreibt so schnell gerne mal rein, würde mich sehr interessieren. Altes Repetiergewehr. Die würde mich 194er schaden. Boah. Aber egal, sei es drum. Also, wir haben ein bisschen was zu essen gemacht. Ich nehme und esse. Erstmal vorher das hier mal rein. Denn wir brauchen es. Die vier. Dann Wasser trinken. Sehr schön. Also, Missionen gucken. Schwimmflossen. Ist bestimmt hier. Nein, da. Nein, dort. Hier bestimmt Schwimmflossen. Ah, brauchen wir einmal Leder und ein Seil. Ah, brauchen wir die. Haben wir ja. Und ein Seil. Leder. Seil. Haben wir die Schwimmflossen. Das heißt, wir können schon mal schneller schwimmen. Sehr schön. Dann Missionen. Baue Holztruhe. Habe ich übersprungen. Ich habe eine Metalltruhe gebaut. Also schnappen wir uns unsere Axt. Oder können wir sogar schon die Grobaxt machen. 5 Metallschrott. Was braucht man noch? Ein Seil und noch ein bisschen Holz. Ah ja, Holz wollten wir eh holen. Na, wenn das Holz nicht immer so weit wegfliegen würde. Ist das immer noch normal oder bin ich einfach bloß hier in der falschen Matrix? Wer von euch hat Matrix geguckt? Erhebe mal jetzt die Hand. Und ich kann es nicht sehen. So, Tipps immer gerne reinschreiben. Ich habe in der ersten, also in der neuen Folge die Settings gezeigt, auch wie wir die Welt erstellt haben. Die Gegner sind erstmal auf Spiel einfach, trotzdem ist es für mich immer hart noch so ein leichter Gänsehaut-Moment. Wir sind jetzt offiziell im Tag 1, eigentlich ist es ja der zweite Tag, wir haben ja schon ein bisschen gespielt. So, wir schauen mal, ob wir jetzt so einen Baum gefällt kriegen. Entweder dauert es einfach nur ewig. Oder das sind jetzt solche Bäume, die wir nicht mehr fällen können. Ich weiß es nicht. Wenn du es weißt, schreib es gern rein. Handy. Gucken, ist was Wichtiges. Jetzt ist doch gerade Fußball EM. Habe jetzt auch mal ein, zwei Spiele geguckt. Natürlich die von Deutschland. Ja, natürlich. Okay. Also entweder sind die jetzt gerade mit der Axt noch nicht fällbar. I don't know. Schreibt gern rein. Krabbe. Mr. Krabs. Mr. Krabs ist in the house. Gut, wir haben ja jetzt hier ein bisschen noch so. Das können wir ja immer wieder grillen. Und nicht chillen. Nö. Würde ich nur nutzen, wenn wir den wirklich nichts mehr sehen. Aber ich denke mal, bis dahin werden wir vielleicht bessere Lichterverhältnisse haben. Also ich gehe jetzt auch nicht weiter an die anderen Kisten ran. Außer ihr sagt, es ist so eine Entschädigung. Und man kann es nutzen. Ich nutze das erstmal noch nicht. Warte mal auf euer Feedback ab. In. Gut. Da liegt noch ein Holzchen.
Ja, auch. Ist ganz schön weit geflogen. So, wie viel haben wir jetzt? 57. Okay. Mission. Holztruhe, genau, die sollten wir herstellen, bauen. Und das ist ja hier. Oh, Mission abgehakt. Handelsposten. Bogen. Bogen, Bogen, Bogen. Er ist hier. Rauschenseil, das kriege ich, glaube ich, irgendwie noch hin. Okay, es gibt jetzt 10 Pfeile. Gut. Haben wir erstmal 50 Schuss. Ja, die lassen wir mal hier drinnen. Gut. Ja, und noch eins dazu. Gucken wir mal hier. Forschungstisch. Armbrustbolzen, Schrotthelm, Schrottbrutte, Paddleboat. Das wäre das bestimmt das nächste. Angelrute, Beet, Fischnetz. Fischschadennetz. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, was ich brauche. Seil und Komponenten. Haben wir noch was an Komponenten? Ich glaube, würde man nicht. Ja, das war sowas von klar. Bitte, was? Wie viel Holz frisst das denn? Okay, das haben sie auf jeden Fall höher gedreht. Und man hat jetzt auch keinen Kompass mehr. Aber ich würde vielleicht vermuten, dass da hinten die Handelsstation ist. Die da am Ende ist. Ich habe zuerst gedacht. Das da aber. Nee, das ist die Insel dort jetzt genau in der Mitte. Ich zeige mal mit der Speerspitze drauf, ne? Aber ich denke mal, das ist dort. Ja, ja, manchmal ist es so. Ich hau noch eins drauf. Dann nehmen wir nämlich noch eins mit. Da trinkt man was. Das nehmen wir mit. Und das Fleisch lassen wir mal hier. Dann gehen wir rüber zu der Insel. Ne, gut, man muss dran denken. Das ist dickes Stück Fleisch. Die Signalfackel würde ich mal hier lassen. Wir werden nämlich drüben noch looten auf jeden Fall. Na, mal gucken, was es dort gibt. Wasserflasche. Dann machen wir eher nochmal die Wasserflasche. Dann stellen wir uns nämlich ein paar Wasserflaschen her. So, da können wir nämlich unser Wasser auch nämlich mitnehmen. Kann ich die Dose nämlich hier lassen. So. Und vielleicht später dann auch noch die Vogelfangstation machen. I don't know. Jetzt schwimmen wir erstmal rüber. Und hoffen, dass das die Insel ist. Wenn wir Zeit haben, nehmen wir noch hier so einen Marlin dann mit. Aber ja, das ist auf jeden Fall die Handelsstation. Ich hoffe mal, der Ingame-Sound ist nicht zu laut. Wir haben hier jetzt auch dynamisches Wetter. Auf jeden Fall, das mit dem Meer sieht immer noch nice aus hier. Ja, man merkt, die Menschen sind nicht mehr da groß. Die Umwelt verschmutzen. Hust, hust, wir sind immer noch da. Aber hier, wir sind verteilt auf viele, viele kleine Inseln. Handelsposten.
So, wir haben auf jeden Fall Loot. Der tut gut, der Loot. Der tut gut, der Loot. Entschuldigung, manchmal habe ich so meine Belange, irgendwas zu singen. Nein, das ist von niemandem abgekupfert. Keine Sorge. Ich habe auch schon in Minecraft gesungen, wenn es mir danach begehrte. Was ist denn das? Fügen Sie Waffenteile oder Baupläne hinzu? Okay, kann man hiermit irgendwas automatisch herstellen? Okay, nehmen wir alles. Erstmal hier looten. Ich würde sogar sagen, bevor wir unsere hier Fisch essen, erstmal die Dose. Mal gucken, vielleicht finden wir hier noch was Gutes. Einfach alles nehmen. Wenn, dann würde ich eh Leder mitnehmen. Habe ich ja in der ersten Folge auch gemacht. Oder zweiten Folge, wo wir beim Händler waren. Okay, Mülleimer auch kontrollieren. Können wir euch looten. Ist neuer Loot. Soll ich gerade zugekommen? Na. Aber du bist lootbar. Okay. Wir kamen mit nix und gehen mit vollen Taschen schon wieder raus und haben noch nichts verkauft oder gekauft. So, also. Genau, du bist ja hier für Baupläne. Okay, mit dir da unten kann ich normal handeln, aber wir gucken erstmal kurz hier oben nach. Ab da noch was ist zum Looten. Konkaver Schrank. Ich verwende gleich mal. Also das bist. Jo, lernen wir mal. Gemusterte Porzellanschüssel. Könnte man vielleicht verkaufen. Ist hier noch was? Nö. Nö, nö, nö. Komponenten. Gummi. Kann man euch looten? Nö. Ja, lieber mal geguckt. Eine Solarzelle. Ich glaube, hier kann man ja auch mit Strom hantieren. Na, mal gucken. Soweit war ich am letztes Mal noch nicht. Ja, ja, I know. I'm here for you. Ey, der Witzka, sorry. Oh, da hat die Nase gejuckt. Jo, du hast Leder. Würde ich gerne nehmen. Alles. Kann ich dir das anbieten? Okay, es sieht schon mal gut aus. Antibiotika. Ja, das ist natürlich dann wieder too expensive for you. Noch ein Gummi? Nein. Gut. Wir machen Inventar ist voll. Danke. Gut. Oh. Geflickte Hose. Habe ich die geschenkt bekommen anscheinend. Okay, also wir können die Lederrüstung machen, dann machen wir den Lederhelm und schon haben wir ein bisschen mehr Schutz. Aha, nice. Nice, nice, nice. Gut, also wir haben auf jeden Fall
Dein Platz, du bringst Gesundheit, Hunger, Gesundheit, Energie. Esse ich gleich mal, weil wir jetzt hier den Marlin dann wieder jagen auf dem Rückweg. Müssen wir kurz auf die Uhr gucken. Ja, wir müssen sogar sputen. Es wird nämlich gleich Nacht. Dann wird es wieder kalt. Eiskalt. Glasklar und absolut rein. Aber warum steigen dann Blubberblasen auf? Blubber die Blubber die Blubber die Blubber. Müssen wir mal dann morgen gucken. Hat das was zu bedeuten oder nicht? Das sagt uns dann morgen der Tageslicht. Natürlich, mich reizt es jetzt in die Kisten reinzugucken, aber ich halte stand. Wenn ihr sagt, guck rein, ist guter Loot drin, Waffen etc. pp. So. Missionen haben wir jetzt alles abgeschlossen. Kann man hier nicht umklettern? Geht das nicht mehr? Weil vorher konnte man hier durchscrollen. Baupläne. Da seht man, wir haben ja einiges hier noch zu finden. Karte, Fraktionen. Es sind irgendwie mehr Fraktionen dazugekommen. Habe ich mir so sagen lassen. Krabbenfleisch. Ich habe aber noch Fischfleisch. Haben sogar noch ein bisschen Holz. Das heißt, ich hautlich mal wieder ein bisschen. Toll. Kiste voll. Das heißt, wir machen mal eine neue Kiste. So was, wir machen gleich mal noch ein Metallfass. Ja, auch wenn man das jetzt hier ein bisschen verschwenderisch da steht. Haben drei Dosen. Notfall. Ich würde mal sagen, wir brennen jetzt mal die ganze Zeit über die Nacht hier das durch. Ich probiere jetzt nochmal das mit den Eimer aus. Acht. Wasser hinzufügen. Jetzt. Oder es klappt halt. F. Nur so. Ah, okay. Also wenn man direkt drinnen steht. Ah, wieder was gelernt von Bernd. Kriegen wir das hin. Sehr schön. So. So, dann müssen wir dann. Ich füge mal noch zwei Holz hinzu. So, wenn das durchgebraten ist, sind wir bereit für den nächsten Tag. Beziehungsweise können wir ja dann auch einmal was hier trinken, wenn das schon was durch ist. Schade, dass man hier keine Kohle hinzufügen kann. Ich denke mal. Wir brauchen noch ein bisschen Holz. Ah ja, machen wir uns mal noch ein bisschen Holz. Ist nicht viel, was wir kriegen, aber wir kriegen es. Entweder sind die Bäume jetzt unendlich haltbar. Möglich. Okay, nein, ich korrigiere. Die Axt ist einfach bloß schwach. Auf der Brust. Aber trotzdem, dafür, dass es Nacht ist, sieht es einfach nur nice aus. Könnt ihr wirklich sagen, das sieht wirklich nice aus. Mist, ich wollte jetzt keinen Pilz. So, können wir irgendwas forschen noch? Was brauchen wir für die zweite Stufe? Na ja, doch, Gummi ist halt das Maximum, Gummi und Komponenten. Armbrust. War, glaube ich, vorher nicht so drin. Ne? Schrott. Helm und Rüstung. Brauchen wir 14 und 1.
Wir gucken mal. Aber am besten wäre jetzt sogar eigentlich erstmal hier ein Rucksack. Da muss ich wieder mal 5 Plätze mehr. Und dann brauchen wir mehr Schrott. Aber das machen wir dann im nächsten Tag. 48. Ganz schön spät reingestartet, Junge. So, also, wir tun das mal jetzt ablegen. Wir brauchen noch ein Seil. Dann brauchen wir noch mehr Metallschrott. Okay. Wie viel brauchen wir? Ja, nochmal 8. Okay. Mal das rein. So, wir tun noch den einen Fisch hier drauf. Wasser ist schon wieder 2 durch. Mir juckt's, aber ich will es nicht. Ich habe gesagt, ich würde auf euer Feedback. Das ist mir wichtig. Ich wollte sogar sagen, ich lasse mal hier das hier auf jeden Fall. Juckt gerade wieder die Nase, ist unschön, weil man vor allen Dingen, wenn man spielt und aufnehmen will. Na Mann, Mann, Mann. Gut, also, wir brauchen Metallschrott. Wir haben einen Bogen, wollen wir es mal riskieren, darüber zu schwimmen. Wir können ja mal gucken, ob wir auf den Felsen da kommen, ohne dass die uns sofort sehen. Und da schon mal ein paar wegholen können. Schön unten hin zielen. Drei und fünf. Wow, der hat ordentlich gerade ausgeteilt. Geheilt. Das wäre jetzt aber richtig böse von denen.
Na komm. Okay. War vielleicht jetzt nicht so cool von mir, den so zu holen, aber. Hey. Ist nun mal so. So. Ja, gut, damit die sind für näheren Angriff gedacht. Jetzt nehme ich den hier am Tisch weg, ja. Nehme ich gerne weg. Erdbeersamen. Die kommen ja eh wieder, deswegen. Ich sag mal so, solche kleinen Inseln würde ich dann wirklich später sagen, gut, die tun wir mit so einer Besatzungsflagge machen, dass die nicht wiederkommen, dass man hier bloß mal reinkommen können zum kleinen Looten, aber solche größeren, um ein bisschen den Spannung aufrecht zu halten, würde ich so immer wieder hingehen wollen und looten. Was? So, gucken, finden wir hier noch irgendwas anderes, wie zum Beispiel Kartoffeln. Nein. Schade. Aber gut. Wir wollten ja eh Schrott sammeln gehen. Was denn das für ein geiles Konstrukt? Okay, das werden wir dann in der nächsten Folge erkunden gehen. Ist ja schon wieder hier 20 Minuten gleich. Der ist unsere Insel, glaube ich, oder? Ne, wartet mal, wir sind von. Da ist unsere Insel. Herr Uli, haben wir einiges zum Erkunden. Auf jeden Fall mehr. Mal gucken, ob wir hier noch was haben. Nicht, dass ich was übersehe und ihr mich dann lynchen wollt. Aber auf jeden Fall, das müssen wir uns angucken gehen. So, wir gehen jetzt nochmal ganz fix zurück. Ich wollte zwar eigentlich Schrott sammeln, aber oh, aus Schrott wurde Insel. Weil nicht, dass jetzt hier in der Kiste übelst so High-End-Loot ist und ich mir dadurch die Spiegellust versauere. Ja, machen wir mal das hier rein. Erdbeersamen, hier hatte ich ja noch irgendwas. Vogelfleisch. Bist du denn schon? Nein. War klar. Wir haben nur noch 5 Pfeile. Heiliger. Bimbam war echt schlecht. Ich war wirklich sehr schlecht. Gut, Stachelkeule. Ich habe aber kein Schild. Handschuhe, Schuhe, T-Shirt. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Mats. Wir wollten ja eigentlich Schrott sammeln, aber haben nicht viel bekommen. Gut. Ich wollte zum Beispiel das rausnehmen. Das will ich jetzt hier drüben hinpacken. Und ich sage an der Stelle, kommentieren, abonnieren, liken. Macht's gut und tschüss.